200 Jahre alt, Kreis Wetzlar. Und wir haben ja einen Beschluss eines Kreistags vom letzten Sommer gehabt, daran zu gedenken an Menschen, die vor 71 Jahren befreit wurden, das kann man so sagen, befreit wurden, die nämlich hier in Wetzlar, und es waren über 4.500, Zwangsarbeit leisten mussten. Sie wurden elendig gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes, einige sind verstorben. Und es gab 26 Baracken in der Stadt und einige von diesen Baracken sind an diesem Standort gewesen, wo heute das Kreishaus steht. Und deswegen wollen wir auch das nicht vergessen, sondern auch daran erinnern. Und ich glaube, so aktuell wie heute ist es auch nach wie vor geboten. Wir haben es gemeinsam mit dem Verein Wetzlar ist bunt, mit Ernst Richter uns Gedanken gemacht, wie können wir das hinmachen. Wir wollten es auch nicht draußen in Form einer Skulptur, wer weiß, was dann mit der Skulptur im Laufe der Zeit passiert, sondern wir wollten hier im Eingangsbereich, das haben wir festgelegt, Elisabeth Müller, Ernst Richter und meine Person, es hier sichtbar bringen, quasi, dass hier das Gedenken beim Eingang in dieses Haus schon, ja, dass man da dran vorbei muss, im wahrsten Sinne des Wortes, und es lesen kann. Nochmal herzlichen Dank, Ernst, für deine Unterstützung, auch an den Kreistag, an Frau Müller, für die Beschlusslagen im Parlament. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass alles so mit so großer breiten Mehrheit getragen wird. Zunächst einmal herzlichen Dank an diesen Verein, Herr Wetzlar erinnert. Die Frau Beatrix Egler hat damals die Rede zu dem Antrag gehalten. Und ich habe neulich mit einer Zeitzeugin gesprochen, die nicht hier war, sondern die im Ruhrgebiet mit Zwangsarbeitern als junges Mädchen gearbeitet hatte. Und sie sagte mir, die Zwangsarbeiter waren alle egal. Dann habe ich gesagt, was soll das heißen, egal? Ja, sie trugen alle ganz schlechte, einheitliche Kleidung. Sie hatten alle die Köpfe, die Haare rasiert. Dadurch hatten sie überhaupt keine Persönlichkeit mehr. Und die Einheimischen haben sie verachtet und haben sie ganz schlecht behandelt, weil sie eben einfach ihre Sprache nicht verstanden. Und das war eine furchtbare Zeit, wo viele Menschen Schlimmes erlebt haben. Und im Grunde hat sich das durch das ganze 20. Jahrhundert dann gezogen, denn nach dem Krieg ist es ja vielen so ergangen, die in Kriegsgefangenschaft gekommen sind. Es war eine Form der Bestrafung für Menschen, die überhaupt nichts mit den politischen Dingen zum Teil zu tun hatten, sondern einfach mitgenommen wurden und ausgebeutet wurden. Und ich habe das Bild gesehen, was hier von dem Herrn Waldschmidt im Vergleich Wetzlar heute, Wetzlar damals, von den Baracken, die hier standen. Und das ist schon eine Zeit gewesen, an die erinnert werden muss. Und insofern bedanke ich mich bei allen, die sich dafür eingesetzt haben. Und wir fanden, Herr Landrat, Herr Richter und ich, dass es wie so ein Stolperstein sein sollte, die wir ja hier aus Wetzlar kennen, dass man hier reinkommt und auch wirklich davon angesprochen wird. Hans-Jürgen Irmer hatte anlässlich einer Ausstellungseröffnung über die Verquickung der Justiz mit dem NS-Staat und der Gleichschaltung innerhalb des NS-Staates im Rathaus vor, glaube ich, anderthalb Jahren darauf verwiesen, dass er als Klassenlehrer früher gerne mit seinen Klassen nach Dachau oder in andere Konzentrationslager gefahren ist, damit die jungen Menschen etwas von dem Schrecken dieser NS-Zeit mitbekommen und das eigentlich Unvorstellbare vielleicht doch irgendwie erfassen können. Das ist auch gut so, dass es diese zentralen Einrichtungen gibt, ob in Birkenau oder in Buchenwald oder wo auch immer. Aber der Faschismus, der fand überall statt. Er war hier an dieser Stelle, er war in dieser Straße, er war für die jungen Leute betrachtet, wenn ihre Bildungseinrichtung schon vor 1945 existierte, auch dort. Er war in den Beschäftigungsorten, wo wir heute arbeiten, wenn auch die schon vor 1945 existierten. Ich bin deswegen auch sehr dankbar, dass der Kreistag einstimmig beschlossen hat, dieser Initiative Rechnung zu tragen, hier einen kleinen
Gedenkort zu dem Thema Zwangsarbeit zu realisieren. Ja, und wie kam es dazu? Diese Aufnahme ist unmittelbar in der Nachkriegszeit, Anfang der 50er Jahre entstanden. Und war Teil des Ihnen allen, zumindest den Wetzlarern, bekannten Bilderrätsels der WNZ. Erkennen Sie Wetzlar? Und das war vor 2 Jahren, Ende April, wo dieses Bild dann mit der Fragestellung gezeigt wurde, die Menschen aufgefordert wurden, sollen ihre Lösungsvorschläge einreichen, gibt ja auch da immer was Schönes zu gewinnen. Und die Auflösung kam dann eine Woche später, nämlich der Ort, wo wir heute hier stehen. Zwar aus einer anderen Perspektive, für die, die jetzt nicht aus Wetzlar kommen und wo das Ganze noch eine Baustelle ist. Hier nochmal zum Vergleich mit der Auflösung dieses Rätsels, so wie es da war. Und einer derjenigen, die da einen Preis hatten, der schrieb dann in diesem Zusammenhang: Selten hat mich ein Foto Ihrer Rätselserie so berührt wie dieses. Kurz nach dem Krieg tanzen die Kinder vor einer Holzbaracke an der heutigen Moritz-Hensoldt-Straße Ringelheim. Diese Baracke war im Zweiten Weltkrieg Unterkunft für die Zwangsarbeiter der Firma Hensoldt. Im ganzen Stadtgebiet gab es damals, ich muss dich da korrigieren, nicht 26 Baracken, sondern 26 Lager. Es waren mehrere hundert Baracken. Und es waren dann auch noch einzelne Unterkünfte, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und es war nicht die einzigste Baracke. Was man hier sieht, ist ein Grundriss, an dem man eindeutig erkennen kann, es ist die Straßenkreuzung Sophienstraße, Ecke Moritz-Hensoldt-Straße. Die ganze freie Fläche wurde zugebaut mit Holzbaracken, die dann außerdem nochmal mit Draht umzäunt waren. Es waren also bewachte Lager gewesen. Für diese Lager waren allerdings Werkschutzmenschen zuständig und nicht die SS, so wie bei denen aus den Konzentrationslager an Betriebe verliehenen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Die gesamte Zahl in dem Altkreis Wetzlar wurde im Jahre 1944 von dem damaligen Landrat an die geheime Staatspolizei, Stadtstelle in Frankfurt, gemeldet, waren 9.575. Davon handschriftlich dann noch vermerkt, dass 3.477 von diesen Menschen Frauen waren. Was man da auch sehen kann, ist, dass das die unterschiedlichsten Nationen waren, nämlich insgesamt hier 25 Nationen, wo insgesamt knapp 10.000 Menschen herkamen. Die größte Gruppe stammte aus der ehemaligen Sowjetunion, wobei sie hier allerdings bezeichnet wurden als die sogenannten Ostarbeiter. Die aus Polen verschleppten Menschen, die bekamen ein P statt den Judenstern. Die Ostarbeiter bekamen, weiß ich jetzt gar nicht mal, bin ich überfragt, kann ich so nicht mal sagen. Ja, jeder Wetzlarer, der nach 1945, wie man das so oft hörte in der Nachkriegszeit, sagte, ach du liebe Zeit, davon habe ich ja gar nichts gewusst, kann eigentlich in Wetzlar nicht gewohnt haben, weil das Heerscharen waren, die da täglich in Kolonnen, und zwar bewacht von diesen Werkschutzmenschen, durch die Straßen von Wetzlar gehen mussten, teilweise sogar kilometerlang, bis sie an der Arbeitsstelle waren und wieder zurück, dann abends in den Lagern. In der Regel wurde im 12-Stunden-Takt, im 2-Schichten-System in der Rüstungsindustrie gearbeitet. Es gab viele Abstufungen von Freiwilligkeit oder Zwang in den Arbeitsverhältnissen während des Faschismus. Und das Interessante ist, das Modell der Gastarbeiter ist eigentlich gar nicht erst in den 60er Jahren entdeckt oder erfunden worden, sondern das Reichsarbeitsamt hat auf Grundlage eines Hitler-Mussolini-Abkommens junge italienische Arbeiter angeworben in Italien, kommt nach Deutschland, hier habt das gut, ihr werdet außerdem in Italien vom Wehrdienst, Kriegsdienst freigestellt und ihr könnt hier bei uns in Deutschland so gut verdienen wie zu Hause nicht.
die bekamen auch anfänglich gut bezahlten Lohn und so weiter, waren aber auch isoliert und relativ unzufrieden über die gesamten Bedingungen. Anfang der 40er Jahre war es so, dass man da noch Fotos zum Beispiel bei Leitz gemacht hat, wo man Frauen aufgenommen hat in ihren guten Kleidern, als Propagandafotos, um nun wiederum andere Frauen aus der Ukraine zu überzeugen, kommt doch nach Deutschland, geht freiwillig mit. Ja. Am Ende des Krieges war das dann so, dass die Menschen auf offener Straße einfach verhaftet und mit Waffengewalt verschleppt wurden hier in Richtung Deutschland und dann ihren Arbeitsdienst antreten mussten. Auch bei der Bezahlung und der Verpflegung gab es einige Unterschiede, die geprägt waren durch das faschistische Menschenbild und auch in Gesetze geschmiedet wie die Nürnberger Rassengesetze. So war es zum Beispiel durchaus so, dass holländische Zwangsarbeiter auch mal am Wochenende eine Kinokarte oder mal zum Fußballspiel gehen konnten. Ja. Das war dagegen an der anderen Ecke der Skala für die Polen oder die sogenannten Ostarbeiter gar nicht möglich. Die waren der letzte Dreck, die hatten auch gar keine Ausgangsmöglichkeit. Und zum Ende des Krieges wurden die Lebensbedingungen immer schlimmer. Hier eine Empfehlung des Rüstungskommandos aus Gießen zu dem Problem, dass sich die Betriebe beklagen, die Leute haben zu wenig zu essen und weil sie zu wenig zu essen haben, können wir das Soll der Produktion nicht erfüllen, was wir da erbringen sollen. Und in diesem Zusammenhang wird dann also empfohlen, dass man doch mal in den Abfalltonnen der deutschen Werksküchen nachschauen soll, was da noch übrig ist, bevor die Leute nun anfangen, selbst in den Mülltonnen irgendwo rumzuwildern. Wer aufgrund dieser Bedingungen arbeitsuntauglich eingestuft wurde, weil er einfach diese Bedingungen nicht ertrug und die Leistungen dann nicht mehr erbringen konnte, der wurde zunächst ohne ärztliche Betreuung einfach in die Heimat wieder abgeschoben, wo er herkam. Und da seinem Schicksal überlassen. Später war es dann allerdings so, auch aufgrund der Entwicklung an der Ostfront, dass die meisten gar nicht mehr nach Hause geschickt werden und abgeschoben werden konnten. Und man hat sie nach Hatama verbracht, wo sie ermordet wurden. Zumindest hier die Menschen aus Wetzlar. Und das Management dafür hatte wiederum das Reichsarbeitsamt. Das heißt, die Institutionen und Behörden waren mitten da drin. Es gibt auf dem Niedergirmeser Friedhof eine Grabstätte, wo Männer und Frauen eben, die das nicht überlebten, untergebracht sind. Hier an dem Beispiel ein Kind, was nicht einmal ein Jahr alt geworden ist. Viele dieser Grabfelder sind anonym, da weiß man noch nicht einmal, wer dort vergraben wurde. Ja, ja, soweit zu den historischen Ereignissen. Und die Überlebenden, die hatten die Situation und die Ironie ihres Schicksals war oft, dass sie teilweise bis 1949 noch hier in Wetzlar wohnten, zumeist in den Kasernen untergebracht, wo da auch dann Displaced Persons, also Menschen jüdischen Glaubens, die den Holocaust überlebt hatten, darauf warteten, dass sie nach Palästina oder in die USA ausreisen konnten, waren es eben ehemalige Zwangsarbeiter, die in den Kasernen hier in Wetzlar wohnten, weil sie nämlich Angst haben mussten, in ihrer Heimat als Kollaborateure beschuldigt zu werden. Und das war dann die nächste Schwierigkeit. Und wenn man das noch subsumiert mit den Vertriebenen, die dann gleichzeitig noch nach Wetzlar kamen, kann man sagen, die heutigen Verhältnisse, was die Fluchtströme betrifft, die mögen eine Herausforderung sein. Aber im Vergleich zu dem, was in der Nachkriegszeit da gestemmt werden musste, bei teilweise zerstörten Wohnraum, das ist überhaupt nicht in eine Relation zu bringen. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass man diese Vorkommnisse, die letztendlich auch zu dem Holocaust geführt haben, mit der Anlass dafür waren, dass unsere Väter in das Grundgesetz eben den Artikel 1 aufgenommen haben, so wie er ist.
die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar. Und dass sie das Grundrecht auf Asyl zu einem Grundrecht innerhalb des Grundgesetzes verankert haben. Ich bedanke mich. Ja.